Ja, Kochen ist für mich im Gegensatz zu vielen Hobbyköchen nicht Entspannung. Also ich stelle mich nicht zu Hause hin am freien Tag und koche, dann bin ich durch. Ich mache das mal, aber das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung am freien Tag. Kochen ist für mich aber auch mehr als für viele andere Leute, weil, für viele andere Menschen, weil es eben nicht nur Befriedigung von Grundbedürfnissen ist, sondern sich halt auch viel so im sozialen Bereich abspielt, soziale Kompetenz, Gespräche führen, ein Essen zu inszenieren, das macht ja auch den Unterschied. Das macht es ja auch besonders. Das unterscheidet uns vom Hund oder vom Affen. Also, guten Tag. Mein Name ist Thomas Bühner. Ich bin der Geschäftsführer vom Restaurant La Vie. Wir sind, ich glaube, jeder kennt es in Osnabrück, mitten in der historischen Altstadt. Osnabrück spielt in meinem Lebensplan eigentlich überhaupt keine Rolle. Das stand nicht auf meinem Zettel. Ich bin zwar in der Nähe geboren, in Riesenbeck, aber Osnabrück spielte nie die große Rolle. Bis dann irgendwann mal die Frage kam, würde ich auch so ein Restaurant wie das La Vie in Osnabrück interessieren? Ich bin dann hierher gefahren, habe mir das Gebäude von außen angeschaut. Ich wollte mal so ein Gefühl für die Stadt kriegen und war dann eigentlich ziemlich schnell Feuer und Flamme dafür, das hier zu machen. Tja, jetzt bin ich hier. Also ich würde Ihnen jetzt gerne ein Hobby sagen, das ich habe oder sagen, dass ich am Sonntagmorgen immer um den Rumbruchsee gehe, findet aber viel zu wenig statt. Das, was ich muss mir meine Freizeit nehmen, sonst habe ich sie nicht. Wenn es mir dazwischen zu viel wird, dann gehe ich einfach raus. Dann brauche ich Ruhe. Dann gehe ich zum Beispiel gerne in die Dominikanerkirche, schaue mir eine Ausstellung an oder gehe mal hinten an der Hase spazieren hinter dem Dom. Das sind so Lieblingsplätze, wo man einfach mal in 20 Minuten das Auge des Taifun genießen kann. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen kann an Bewertungen. Das, was jetzt noch für mich dazukommt, ist Konstanz, also unsere hohen Bewertungen zu halten. Und um das Pensum meistern zu können, muss ich mich halt gesund ernähren. Ich muss gesund leben. Und in dem Zusammenhang habe ich halt im letzten Jahr viel an mir getan. 20 Kilo abgenommen und die Snacks zwischendurch habe ich mir abgewöhnt. Also wenn, gibt es Apfel oder Gemüse oder sowas. Aber nichts, wo ich jetzt irgendeinen mit neidisch machen könnte. Osnabrück ist die Stadt, die man bedenkenlos wählen kann, wenn man Freunde wirklich mal überraschen will. Und das merken wir auch an unseren Gästen, die mögen halt die Architektur, gerade hier so in der historischen Altstadt. Die Menschen kommen halt gut an. Das, was an Kultur geboten wird, also mit dem Felix-Nussbaum-Haus, finde ich einzigartig. Das Liebeskind, das ist das erste Gebäude, das Liebeskind realisiert hat, ist doch wirklich was Besonderes. Die Ausstellung, viel Kunst in der Stadt. Es gibt, das finde ich auch besonders an Osnabrück, dass es immer wieder Aktivitäten in der Stadt gibt. Und ich meine jetzt gar nicht die großen. Ist doch interessant für Leute. Ich glaube, dass ich zielstrebig bin. Ich glaube, dass ich gut zuhören und beobachten kann und eigene Schlüsse daraus ziehen, dass wir laufend etwas verändern, laufend versuchen, uns zu verbessern. Ich glaube, dass ich ein guter Teamplayer bin. Und aber wenn mich einer fragt, was ist deine Rolle hier wirklich, würde ich sagen, ich bin der Trainer einer Mannschaft. Und das wäre es dann halt so für die Beschreibung meiner Person.